Wenn es im Folgenden um das gesellschaftskritische Potenzial der Psychoanalyse geht, muss zunächst ein kurzer Versuch einer Definition bzw. einer Eingrenzung dieser vorgenommen werden. Das grundsätzliche Problem bei einer solchen Disziplin oder auch Wissenschaft ist, dass die Psychoanalyse, ähnlich wie der Marxismus oder was darunter subsumiert wird, vom Alltagsbewusstsein häufig schon als irgendwie bekannt vorausgesetzt wird. Dies rührt nicht zuletzt aus der Rezeptionsgeschichte in populären Medien und Filmen. Man könnte auch sagen, durch die seit nunmehr über 100 Jahre andauernde kulturindustrielle Darstellung und Verflachung dessen, was unter Psychoanalyse zu verstehen sei. Das Ergebnis ist dann meist so einfach wie falsch. Psychoanalyse ist gleich Ödipuskomplex oder besser noch Kastrationsangst und Penisneid. Im Gegensatz zum Marxismus hat sich dagegen die unkritische und auch die therapeutisch verkürzte Form der Psychoanalyse relativ gut durchgesetzt und ist wissenschaftlich auch relativ anerkannt. Der klinische Aspekt der Psychoanalyse ist also anerkannt, während die potenziell kritischen Restbestände häufig enthistorisiert, naturalisiert, mythologisiert, psychologistisch verengt und phalluszentriert populär gemacht wurden. Vor diesem Hintergrund kann nach wie vor das Adorno-Diktum, wonach an der Psychoanalyse nichts wahr sei als ihre Übertreibung, zum Ausgangspunkt einer radikalen Lesart genommen werden. Nun stellt sich für unseren Zusammenhang die Frage, was überhaupt unter Psychoanalyse, zumal in gesellschaftskritischer Absicht, zu verstehen sei. Um es mir einfach zu machen und auch euch einfach zu machen, gehe ich von einer Definition aus, die Sigmund Freud selbst als Begründer der Psychoanalyse vorgenommen hat. Freud bezeichnet diese ganz allgemein als Theorie und damit als Beschreibungs- und Erklärungsmodell der Psychodynamik des Unbewussten. Dabei gilt ihm die Psychoanalyse als dreierlei. Erstens ist sie eine Behandlungsmethode, dazu jetzt eine Klammerbemerkung, die relativ lang werden könnte. Diese Variante hat sich gesellschaftlich eben recht gut durchgesetzt. Hier kommen einem Assoziationen wie die berühmte Couch, das freie Assoziieren, Vorgänge von Übertragung und Gegenübertragung ins Spiel. Es kommt dann vielleicht auch die Abgrenzung zu den populärsten Therapieformen neben der Psychoanalyse oder neben der Tiefenhermeneutik ins Spiel, nämlich der Verhaltenstherapie, der es vor allem um Symptombekämpfung geht, also sehr holzschnittartig formuliert. Im Gegensatz dazu folgt die Psychoanalyse nach den Ursachen des Leidensdruck, den es wiederum zu erinnern, zu wiederholen und durchzuarbeiten gilt. Sie geht dabei meistens in die Kindheit zurück, eigentlich immer. Die Symptome des Leidensdrucks drücken sich wiederum durch neurotische Konflikte aus, die im besten Falle kathartisch abgesprochen, wie es Freud nennt, werden können. Freud spricht von der Psychoanalyse auch als sogenannte Sprechkur. Das wäre der erste Bereich, den lasse ich jetzt mal so stehen. Zweitens ist die Psychoanalyse nach Freud ein Verfahren zur Untersuchung seelischer Vorgänge, Psyche mal im Griechischen so viel wie Seele. Die Psychoanalyse bedeutet damit in den Worten Freuds nach Kopernikus und Darwin die dritte Kränkung eines sich autonom wendenden Subjekts. Also Freud macht das ziemlich geschickt, der stellt sich recht unbescheiden in der Reihe eben zu Kopernikus und Darwin und stellt fest, also alle drei Großtheoretiker, sich selbst eingeschlossen, haben große Dezentrierungen, wenn man so will, oder Verbannungen aus dem Zentrum der Menschheit vorgenommen, einmal aus dem Zentrum des Kosmos, ja, das ist Kopernikus, einmal aus dem Zentrum der Gattung, das wäre Darwin, und einmal aus dem Zentrum eines sich autonom wähnenden Selbst, das wäre eben Freud, weil wir eben von unbewussten Vorgängen nicht determiniert, aber zumindest sehr stark beeinflusst sind. Auch hieran haben ganze Schulen angeknüpft, das wäre jetzt auch wieder eine lange Klammerbemerkung, die geht von der Ich-Psychologie, Stichwortgeber vielleicht Kohut, der Selbstpsychologie, würde ich Kernberg erwähnen, da gibt es auch einen netten Streit, über die Objektbeziehungstheorie oder auch Bindungstheorie, die beginnt von Melanie Klein und geht über Donald Winnicott, bis hin zur strukturalen Psychoanalyse der Lacan-Schule. Also ich mache jetzt hier so ein bisschen Name-Dropping, um die wenigstens in einem Einführungsvortrag mal erwähnt zu haben. Ich werde dazu nicht viel mehr ausführen können. Drittens, und jetzt kommt das Entscheidende, für unseren Zusammenhang das Entscheidende, drittens ist die Psychoanalyse eine Methode zur Beschreibung der Kultur. Hier sind etwa die religionskritischen Arbeiten Freuds einzuordnen, die Schriften zur Massenpsychologie oder auch der namensgebende Essay über das Unbehagen in der Kultur. Vor allem aus dieser dritten kulturtheoretischen Ebene, die der mittlere Freud während des Ersten Weltkriegs begann und bis zu seinem Tod Ende der 30er Jahre fortführte, wurde das gesellschaftskritische Potenzial immer wieder versucht herauszulesen. Am populärsten vermutlich durch die kritische Theorie um Adorno, Horkheimer, Löwenthal und Marcuse. So vier Namen, so, es gäbe natürlich noch ein paar mehr.
aber auch um die sogenannten Freudomarxisten und auch ein paar Freudomarxistinnen herum, wie Wilhelm Reich oder Anni Reich, oder psychoanalytischen Pädagoginnen wie Siegfried Bernfeld oder Anna Simson. Diese schärften haben jeweils versucht, daran ihre Theorien zu schärfen. Das wäre jetzt so die linke psychoanalytische Interpretation, die es gab. Jetzt könnte man noch eine Klammerbemerkung hinzufügen. Es gab nämlich auch eine freudsche Rechte. Für die konnte Freud, würde ich sagen, nicht allzu viel. Die hat sich vor allem um den Antisemiten C.G. Jung herum formatiert. Freud selbst hat mit dem recht früh gebrochen, oder so Anfang des 19. Jahrhunderts, so um 1910, 14 rum. Ich glaube 1912 dann endgültig. Das ist in den Briefen ganz gut dokumentiert. Und C.G. Jung hat dann die Psychoanalyse auch im Dritten Reich sozusagen verwaltet und hat daraus dann das relativ nahtlose Aufgehen der Psychoanalyse in die sogenannte deutsche Seelenheilkunde vorangetrieben. Also wir sehen sozusagen, dass Freud wirklich interpretiert und gelesen werden muss. Es gab eine freudsche Rechte und es gibt eine freudsche Linke. Freud selbst hat sich immer erstmal als unpolitisch gesehen und ich werde es gewissermaßen eine linke Lesart draufsatteln und die natürlich auch mit dementsprechenden Freud-Zitaten versuchen zu belegen. Gut, nach dieser Eingrenzung will ich mich im Folgenden der kritischen Aktualität der Psychoanalyse in vier Schritten nähern. Das wäre jetzt das Einzige, was ich als PowerPoint hätte, wenn ich denn eine hätte, nämlich die vier Kapitel. Das könnt ihr euch aber auch merken. Also erstens soll das Potenzial anhand des Vergleichs von Psychoanalyse und Marxismus ausgelotet werden. Zweitens und nach dieser eher strukturellen Annäherung, also der strukturellen Annäherung zwischen Psychoanalyse und Marxismus, inhaltlich die Grundzüge von Freuds kritischer Subjekttheorie dargestellt werden. Drittens werden einige Linien der gesellschaftskritischen Weiterentwicklung des kulturtheoretischen Freuds durch die kritische Theorie empirisch und theoretisch nachgezeichnet. Und viertens und letztens auch wird so etwas wie ein psychoanalytischer Ausflug in gegenwärtige Erscheinungsformen des autoritären Charakters unternommen. Und auch überhaupt die Frage gestellt, ob der autoritäre Charakter denn in der Form noch aktuell ist. Ich werde das bejahen. Ich glaube, es ist auch unnötig zu erwähnen, dass damit jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben ist. Aber es ist so als Einführung, denke ich, ganz gut geeignet. Okay, erstes Kapitel, Psychoanalyse und Marxismus. Ich denke auch, dass es in den folgenden Vorträgen, die hier noch stattfinden werden, zum Teil darum gehen wird und vielleicht dann auch noch vertieft. Ich habe jetzt hier so drei Seiten dazu, also darüber könnte man auch ohne weiteres einen ganzen Vortrag oder am besten ein ganzes Seminar machen. Wenn es bei diesem Vortrag um die Aktualität der Psychoanalyse als Gesellschaftskritik geht, müssen wir zunächst erstmal fragen, was für ein Begriff von Gesellschaft überhaupt Freud hat. Der Begriff von Gesellschaft wird von Freud nämlich sehr unspezifisch der Kategorie der Kultur zugeordnet und das ist auch gleich seine Schwäche. Keine Gesellschaftskritik ohne einen Begriff von Gesellschaft. Und dementsprechend unradikal und zumindest auf den ersten und auch konventionellen Blick fällt diese Gesellschaftskritik bei Freud dann auch aus. Dabei ist die Wissenschaft von Gesellschaft, also die Soziologie, abermals in Freuds Worten nichts anderes als angewandte Psychologie. Meine Grundannahme ist nun, dass die kritischen und radikalen Spielarten von Soziologie und Psychologie die kritische Theorie oder auch die neue Marx-Lektüre und die Psychoanalyse sind. Beiden, also der Psychoanalyse wie den marxistischen Theorien, geht es um eine Kritik der gesellschaftlichen Pseudonatur. Also um die Entlarvung von sozialen Fetischverhältnissen. So, Fetischverhältnisse, das klingt erstmal kompliziert, das ist es auch, ich versuche es trotzdem zu erörtern. Freud und Marx haben jeweils die historisch, kapitalistisch vergesellschafteten und zugerichteten Individuen zum Gegenstand und zugleich stehen die beiden Großtheoretiker bzw. die beiden Großtheorien in einem antipodischen, also in einem gegensätzlichen Verhältnis. Marx nämlich betrachtet die durch den stummen Zwang der Konkurrenz aufeinander verwiesenen Warenproduzentinnen. Diese sind durch die automatische Bewegung des sich selbst verwertenden Werts, also die kürzeste Definition von Kapitalismus, diese sind durch diese automatische Bewegung des sich selbst verwertenden Werts scheinbar objektiv aneinander gekettet und in soziale Klassen wiederum scheinbar naturgesetzlich aufgeteilt. Ein Fetischverhältnis besteht also darin, dass die Menschen den von ihnen nicht durchschauten Gesetzmäßigkeiten ökonomischer Prozesse unterliegen und diese ihnen wie ein äußerer Zwang geradezu objektiv gegenübertreten. Ihre subjektive Seite macht für Marx dabei nicht viel mehr aus, als dass sie unpersönliche Personifikationen der ökonomischen Verhältnisse sind. Marx hat dafür den Begriff der Charaktermaske geprägt. Er an anderer Stelle spricht auch von Kapitalindividuen. Das ist jetzt wirklich keine große Subjekttheorie, die er da aufmacht. Also es gibt noch diesen berühmten Passus, wo er vom Menschen als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse spricht.
aber viel mehr gibt es dazu von Marx erstmal nicht. Der frühe Marx, der anthropologische Marx, hat es ein bisschen anders ausgeführt, aber noch nicht so sehr unter kapitalistischen Vorzeichen. Während also Marx die inneren Strukturprinzipien hinter dem fetischistischen Schein der kapitalistischen Gesellschaft beschreibt, schaut Freud auf die psychische Innenseite der gesellschaftlichen Verhältnisse. Auch diese Innenseite wird von den Subjekten nicht durchschaut, da die Einzelnen von inneren, unbewussten Triebregungen und deren gesellschaftlicher Ausprägung bestimmt sind. Freud nähert sich also der bürgerlichen Gesellschaft vom, wie er es nennt, Seelenende an, indem er die subjektive Zurichtung durch die objektiven Verhältnisse zum Gegenstand nimmt. Philosophisch können Marx und Freud damit als radikale Aufklärer gelten, die die objektive und subjektive Irrationalität vor Augen führen. Gemeinsam ist beiden Theorien zudem, dass sie die historisch-spezifischen Leiden der Individuen vor Augen hatten und diese abschaffen bzw. heilen wollten. Das ist wiederum ein Unternehmen, was in der heutigen Wissenschaft nicht besonders populär mehr ist. Beide stellten also dialektisch fest, dass die Gesellschaft nicht nach den Bedürfnissen, nach den Wünschen und vielleicht auch nach den Trieben der Menschen eingerichtet ist und dass es für die Menschen, die ja gerade Produkt dieser Gesellschaft sind, eine herrschaftsförmige Gewalt und einen äußeren und später eben inneren Zwang bedarf und bedeutet, sich in diese Verhältnisse einzurichten. Beide, Marx und Freud, formulierten daher einen kategorischen Imperativ, der bei Marx nach wie vor wunderbar lautet, ich zitiere ihn kurz, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Freud formulierte an seinem Lebensabend etwas vorsichtiger, aber dafür fast schon optimistischer, ich zitiere Freud, es braucht nicht gesagt zu werden, dass eine Kultur, welche eine so große Zahl von Teilnehmern unbefriedigt lässt und zur Auflehnung treibt, weder Aussicht hat, sich dauernd zu erhalten, noch es verdient. Ob das jetzt ein kategorischer Imperativ bei Freud ist, darüber lässt sich streiten. Das habe ich jetzt mal ein bisschen so versucht so zusammenzuführen. Ja. Also falls da Nachfragen kommen, gebe ich sofort weiter. Die Disziplinen, die sich praktisch und theoretisch der Vereinigung von Psychoanalyse und Marxismus zur Aufgabe gemacht haben, sind zum einen die kritische Theorie und zum anderen die analytische Sozialpsychologie. Ich werde mich jetzt im Folgenden vor allem auf die kritische Theorie konzentrieren. Man hätte sozusagen auch genauso einen Vortrag machen können, der sich dann auf die analytische Sozialpsychologie, was weiß ich, Peter Brückner wäre ein interessanter Autor oder auch Helmut Dahmer, der sich sozusagen darauf dann vertieft konzentriert. Ich mache jetzt eben dann doch auch so ein bisschen, um den Diskurs der Pension natürlich gern zu bedienen, kritische Theorien. Also beide, analytische und kritische Theorie, sind gewissermaßen vor das Faktum des Zivilisationsbruchs durch Auschwitz gestellt, der gezeigt hat, dass nichts Unmenschliches dem Menschen fremd ist. Bevor ich jetzt allerdings auf kritische Theorie und auf die kritische Theorie vertieft eingehe, die, wie gesagt, Auschwitz immer zum Hintergrund nimmt, versuche ich noch kurz einige subjekttheoretische Grundlagen der Psychoanalyse zu klären. Ich komme damit jetzt zum zweiten und längsten Bereich oder Kapitel dieses Vortrags, nämlich der kritischen Subjekttheorie der Psychoanalyse. Eine Auseinandersetzung mit der Freudschen Subjekttheorie kommt an zwei populären Modellen nicht vorbei. Ich vermute, ihr wisst doch schon, welche das sein werden, nämlich zum einen dem sogenannten Drei-Instanzen-Modell des psychischen Apparats, auch zweites topisches Modell genannt, und zum anderen dem Phasenmodell der psychosexuellen Entwicklung. Also das Drei-Instanzen-Modell, das ist das berühmte Ich als Über-Ich und das kommt jetzt hier auf eine Viertelseite. Ja? Also könnt ihr euch vorstellen, dass man dazu mehr machen könnte. Ich setze es so ein bisschen gewissermaßen voraus, das kann man aber nicht in einem Anführungsvortrag, deswegen versuche ich es doch noch kurz zu erörtern. Gut, das Drei-Instanzen-Modell stellt eine metaphorische Zerlegung der psychischen Persönlichkeit dar. Das ist ziemlich zentral, das ist natürlich nur eine Metapher. Ja? Also der Mensch ist jetzt nicht komplett gedrittelt. Dabei wird als Persönlichkeit die Gesamtheit der stabilen psychischen Eigenheiten eines Individuums, durch die es sich mit seinen Trieben, Emotionen und der Wirklichkeit auseinandersetzt, bezeichnet. Freud geht in philosophischer Tradition von einem Ich aus, welches allerdings in verschiedene Funktionen und Bereiche des Bewussten bzw. des Unbewussten gespalten ist. Und diese Bereiche bezeichnet er eben auch als psychische Orte und Orte werden wiederum eine Topik und deswegen ist es das zweite topische Modell. Es gibt auch noch ein erstes topisches Modell, dazu sage ich vielleicht dann auch noch was, aber das zweite ist das populäre, das sich durchgesetzt hat. So, diese drei Instanzen wären zum einen das Es, zum zweiten das Über-Ich und zum dritten das Ich und ich probiere die jetzt kurz darzustellen und beginne mit der ältesten Instanz, nämlich dem Es. Irgendwie sagen meine Studis immer das Es, ich weiß nicht, wie wir Stephen King dann gucken, also eigentlich, man kann es schon Es nennen.
Okay. Also im S ist alles vorhanden, was vererbt und damit von Geburt an irgendwie existent ist. Das S ist unbewusst und wird beherrscht von primären Bedürfnissen wie etwa dem Schlafen oder dem Hunger. Das S strebt nach sofortiger Aufhebung der Triebe oder auch der Libido und folgt dem Lustprinzip. Das heißt, seine Vorgänge sind in Freuds Worten unmoralisch, irrational und dulden keinen Aufschub. Daher spricht man auch von Primärprozessen, denen zum Beispiel Wünsche, Triebe oder verdrängte Erlebnisse zugrunde liegen. Gut, also diese animalische, würde ich jetzt fast schon sagen, Instanz ist aber nicht die einzige. Ich würde dem jetzt das Über-Ich erstmal entgegenstellen, sozusagen von der anderen Seite aus. Das Über-Ich ist die jüngste Instanz. Sie bildet sich nach Freud erst aus dem Ödipus-Konflikt heraus. Melanie Klein wiederum etwa vorverlagert es sogar in präödipale Bereiche. Das heißt, sie macht das interaktionistisch und sagt in der Eltern-Kind-Beziehung oder auch irgendwie Erwachsenen-Kind-Beziehung, um es noch abstrakter zu machen. Viel des Ganzen kommt immer, es kommt sozusagen immer am Schluss dasselbe bei raus, nämlich es ist eine Verinnerlichung und Identifizierung mit erwachsenen Vorbildern. Bei Freud sind es noch elterliche Vorbilder, das könnte nach Winnicott auch zum Beispiel abstrakt erwachsene Vorbilder sein. Es werden später auch erwachsene Vorbilder werden, etwa eine Schule, die Lehrer und Lehrerinnen oder was weiß ich, gesellschaftliche Instanzen und so weiter. Da kommen wir nicht vorbei, also auch als Linke haben wir diese Sachen irgendwie im Kopf. Ja. Es ist, das Über-Ich ist sowohl bewusst, unbewusst als auch vorbewusst. Das Über-Ich ist sozusagen die gesellschaftliche Instanz im Menschen, die die strengsten moralischen Maßstäbe anlegt und die Gesetze bzw. Normen und Regeln und Gebote und Verbote repräsentiert. Freud erkannte damit also, dass der Mensch sein Gewissen oder auch seine Moral, wie man es nennen möchte, erst entwickeln muss und dass das kleine Kind, also das S, vollkommen amoralisch ist. Also in der Hinsicht würde ich Freud gewissermaßen als Sozialisationstheoretiker lesen wollen. So, und das Ich wiederum wäre die klassische Mittlerposition, die zwischen den Ansprüchen des S und den Befehlen des Über-Ichs, also Ansprüche und Befehle finde ich ganz gut, ja, das sind jeweils relativ drängende Formen, vermitteln muss. Und das kann je nachdem relativ rigide sein und das kann aber auch manchmal recht entspannt ablaufen. Das zeigt sich je nach Fall. Das Ich zielt wiederum aufs Realitätsprinzip, also nicht aufs Lustprinzip, wie das S, sondern aufs Realitätsprinzip und entspricht damit dem bewussten Denken des Alltags, wird auch manchmal Selbstbewusstsein genannt. Vielleicht zunächst erstmal so viel dazu. Ich sage das deswegen hier, weil vor allem die ganze kritische Theorie dieses Drei-Instanz-Modell voraussetzt und wiederum auf gesellschaftliche Vorgänge bezieht. Also auch keine Antisemitismus-Theorie ohne diese drei Theorien mit der kritischen Theorie. Deswegen muss man das so ein bisschen analysieren und voraussetzen. Freuds populärstes Buch, wo er das ausführt, ist aus dem Jahr 1923 und heißt Das Ich und das S. Und das erste topische Modell, also das ist sozusagen das zweite topische Modell, was ich jetzt erörtert habe, noch kurz eine Klammerbemerkung zum ersten topischen Modell, das hat er in der Traumdeutung im Jahr 1900 entwickelt. Also Freud zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er sich unheimlich oft weiterentwickelt hat und auch zum Teil revidiert hat. Das ist keine ganz kohärente Theorie. Das erste topische Modell ist noch auf der Trias ausgespannt, vorbewusst, bewusst und unbewusst. Und ist, wenn man so will, vertikal aufgespannt, wohingegen das zweite topische Modell horizontal ist das erste und vertikal ist das zweite, ja. Gut, also vielleicht so viel zu diesen berühmten topischen Modellen. Jetzt kommt noch kurz die psychosexuelle Entwicklung, die ist auch nicht so ganz ohne. Grundsätzlich, so die freudsche Ausgangsbasis, vollzieht sich die psychosexuelle Entwicklung des Menschen über Phasen und Konflikte und beginnt bereits kurz nach der Geburt. Dabei geht diese Entwicklung jeweils entlang von vorherrschenden erogenen Zonen vonstatten, wie etwa der Mundschleimhaut, dem Darm, dem After und schließlich den Genitalien und durchläuft analog dazu wiederum verschiedene Phasen, nämlich eine orale, eine anale und eine ödipale. So, also das ist jetzt sozusagen hier ganz viel in einen Satz gepackt, bin ich ganz stolz drauf. Also wir haben, ist klar, was ich sagen will, wenn man es ein bisschen kennt vielleicht, also wir haben sozusagen diese berühmten erogenen Zonen, die sind beim Säugling noch komplett ungerichtet, Freud nennt ihn auch polymorph pervers, die sind verdammt wichtig zum Überleben, dominiert wird die erste erogene Zone eben von der oralen Phase, das heißt der Säugling nuckelt und kann dadurch überleben. Freud sieht das Ganze als eine sexuelle Form an, also Freud hat einen sehr weiten Sexualitätsbegriff,
sieht ihn aber irgendwie doch als eine Art libidonöse Lustbefriedigung an, die eben noch nicht gerichtet ist. Das ist so ein bisschen der Clou seiner Sexualtheorie. Unterbrochen wird diese Entwicklung dann wiederum durch eine Latenzphase, die beginnt irgendwie so nach dem Oedipus-Komplex, was weiß ich, zwischen 6, 7, 8 und wird dann in der Pubertät, was weiß ich, die ist ja je nachdem irgendwie inzwischen auch schon wieder früher, in Berlin wahrscheinlich mit 9 schon, aufgenommen und wird dann gerichtet. Gut, das Ganze hat Freud in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie aus dem Jahr 1905 relativ genau niedergeschrieben. Für unseren Zusammenhang finde ich jetzt interessant, was sich aus diesen Modellen aktuell schließen lässt. Aktuell an Freuds Theorie, das ist meine These, und das ist auch übrigens die These von Christine Kirchhoff, aktuell an Freuds Theorie zur infantilen Sexualität ist nämlich paradoxerweise ihr orthodoxer Kern. Denn danach verläuft eben kein gerader und schon gar kein biologisch determinierter Weg von einer polymorph perversen Sexualität hin zu einem phallischen Monismus, auch wenn es bei Freud manchmal so klingen mag. Also es klingt wirklich in der Tat manchmal so. Das Kind ist nach Freud kein asexuelles Wesen, wie bislang angenommen. Umgekehrt sind dagegen Erwachsene oftmals recht infantile Wesen. Zumindest ist dies der logische Schluss aus der freudschen Annahme, dass Neurosen und Perversionen auf frühe Kindheitserfahrungen zurückzuführen seien und gewissermaßen infantile Regressionen in eine dieser Phasen bilden. Freud bezeichnet das Resultat der sogenannten Normalität des Geschlechterlebens gerade nicht als biologischen Ablauf, sondern als eine Kulturleistung, deren natürlicher Ausgangspunkt eine infantile, polymorph-perverse Bisexualität bildet. Freud betont, ich zitiere ihn, Zitat, dass alle menschlichen Individuen infolge ihrer bisexuellen Anlage und der gekreuzten Vererbung männliche und weibliche Charaktere in sich vereinigen, sodass reine Männlichkeit und Weiblichkeit theoretische Konstrukte bleiben mit ungesichertem Inhalt. Ich finde das ganz lustig, es klingt nämlich meiner Meinung nach mehr nach Butler als nach Freud. Das ist ja wirklich von Freud. Ich sattel noch so ein paar Zitate drauf. Im Abriss der Psychoanalyse findet sich eine der prägnantesten und zugleich offensten Definitionen der sexuellen Entwicklung. Ich zitiere nochmal. Das Sexualleben umfasst die Funktion der Lustgewinnung aus Körperzonen, die nachträglich in den Dienst der Fortpflanzung gestellt wird. Und in den drei Abhandlungen der Sexualtheorie wird auch diese Normalität des Geschlechterlebens wiederum erklärungsbedürftig. Letztes Zitat von Freud. Im Sinne der Psychoanalyse ist also auch das ausschließliche sexuelle Interesse des Mannes für das Weib ein der Aufklärung bedürftiges Problem und keine Selbstverständlichkeit, der eine im Grunde chemische Anziehung zu unterlegen sei. Hier sind also, das wäre meine These, bereits Grundsteine für eine anti-essentialistische und gerne auch konstruktivistische Sicht auf die Sexualität des Menschen gelegt. Freuds Theorie der psychosexuellen Entwicklung ist insofern radikal, als sie die bürgerlich angestrengte Entdramatisierung der Sexualität rückgängig macht. Also Säugling ist ein sexuelles Wesen. Vor allem die Tatsache, dass bereits Kinder in einer weit gefassten und noch ungerichteten Art sexuelle Wesen sind, wurde und wird geleugnet bzw. tabuisiert. Freud dramatisiert diese Entwicklung sprichwörtlich, wenn er diesen Prozess als schuldhaft und konfliktuös aufzeigt und den Begriff des Oedipus-Komplexes der attischen Tragödie entlehnt. Denn ohne das infantile Begehren gegenüber den Eltern baut sich keine Gewissensinstanz, also keine Übersicht, ich auf. Er entdramatisiert aber zugleich, wenn er Vorgänge, wie beispielsweise das sogenannte Wonneludeln, in anderen Worten ungerichtetes kindliches Onanieren und Masturbieren, auch als solches triebhaft ausweist. Die Sexualtheorie wird von Freud in einem Brief an Jung, also als sie noch Briefkontakt hatten, als das Bollwerk der Psychoanalyse gegen die Schlammflut des Okkultismus bezeichnet. Aus ihr gelte es, ein Dogma zu machen. Das finde ich interessant, also Freud ist so undogmatisch, dass er aus dieser undogmatischen Sexualtheorie ein Dogma machen möchte. Ja? Das ist wirklich... was ich mit Blick auf die heutigen Demos für alle auch für etwas hellsichtig halte. Ja. In der Rezeptionsgeschichte wiederum ist bei unzähligen Versuchen, die die infantile Sexualität und damit einhergehend die Triebtheorie relativiert oder überflüssig erachtet haben, das Psychische entweder komplett zur Natur umgeschlagen oder es wurde in rein soziales Milieu soziologisiert. Adorno bezeichnete diese Vertreter, etwa Fromm, oder auch Vertreterinnen wie die feministische Soziologin Karen Horney, als Revisionisten, da sie dadurch die Psychoanalyse genau um das zu bereinigen versuchen, was ihr gesellschaftskritisches Potenzial ausmacht. Also jetzt kommt nochmal
der Werbeblock. Ich vermute, dass Friedhelm Kröll darauf dann auch noch in seinem Vortrag genauer eingehen wird, wenn er die Adorno-Lesart von Freud vornimmt, dann wird es genau darum gehen, vermute ich. Aber noch ein bisschen was von mir. Eine solch unkritische Psychoanalyse betreibt seelische Hygiene im Dienste der Anpassung. Demgegenüber zeigt Freud, wie subjektives Wünschen mit objektiven Sollen in Konflikt gerät, weil es eben nicht identisch ist. Die Emanzipation des Subjekts von seinen überschüssigen Triebansprüchen bedeutet ihm zugleich die Emanzipation des Subjekts von gesellschaftlichen Zwängen. So kann es daher auch kaum verwundern, wenn Freud gegen die Psychoanalyse gerade aus der bürgerlichen Gesellschaft Widerstände vermutete. Im Eröffnungsvortrag auf dem zweiten psychoanalytischen Kongress, der 1910 hier in Nürnberg stattgefunden hat, mutmaßt Freud, letztes Zitat, die Gesellschaft wird sich nicht beeilen, uns Autorität einzuräumen. Sie muss sich im Widerstand gegen uns befinden, denn wir verhalten uns kritisch gegen sie. Wir weisen ihr nach, dass sie an den Verursachungen der Neurosen selbst einen großen Anteil hat. Wie wir den Einzelnen durch die Aufdeckung dessen ihn Verdrängten zu unserem Feinde machen, so kann auch die Gesellschaft die rücksichtslose Bloßlegung ihrer Schäden und Unzulänglichkeiten nicht mit sympathischem Entgegenkommen beantworten. Weil wir ihre Illusionen zerstören, wirft man uns vor, dass wir ihre Ideale in Gefahr bringen. Also das hat er 1910 in Nürnberg gesagt. Empirisch schärfte Freud sein sozialkritisches Sensorium vor allem in seinen pädagogischen Überlegungen zur zeitgenössischen Erziehungspraxis. So gelangte er über die Beobachtung repressiver Erziehungsformen seiner Zeit zu den infantilen Ursprüngen neurotischer Dispositionen. Durch die Rezeption der Arbeiten zur Kinderanalyse, das bekannteste Beispiel dafür ist wahrscheinlich die Erzählung vom berühmten kleinen Hans. Wer dazu Fragen hat, vielleicht in der Diskussion. Also durch seine Arbeiten zur Kinderanalyse setzten sich individualpsychoanalytische Erkenntnisse auch in der bürgerlichen Gesellschaft relativ gut durch. Damit meine ich etwa die inzwischen gut durchgesetzte Nachsicht bei der sogenannten Reinlichkeitserziehung. Also das war ein riesengroßes Drama früher, das ist heute glaube ich nicht mehr so ein Drama. Weiß nicht, vielleicht ist das nur Rollback auch schon wieder mit einbegriffen. Eine gewisse Toleranz gegenüber Schaulust, Zeigelust und Onanie von Kleinkindern oder auch das Aushandeln und Gewähren lassen, das Aushandeln von Gewähren und Versagen im postfeudistischen Verhandlungshaushalt. Also ob das ein Fortschritt ist, darüber lässt sich streiten, aber wir haben sozusagen den Übergang vom Befehls in den Verhandlungshaushalt, wie man pädagogisch immer so schön sagt, und damit ist natürlich eine etwas weniger repressive Form angezeigt. Die konservative und die neoliberale Antwort darauf sind in den Bestsellern, nee, der Satz geht anders. Die konservative und neoliberale Antwort darauf sind die Bestseller einer neuen autoritären Erziehung, die danach fragen, warum unsere Kinder zu kleinen Tyrannen werden. Das ist dieser Martin Winterhoff. Die ein neues Lob der Disziplin ausrufen, das wäre dieser fürchterliche Bernhard Büb, der Leiter von Schloss Salem. Ein kompetentes Kind, so ließen sich diese Bücher resümieren, ist über-ich-konform und weiß sich autonom den herrschenden Verhältnissen unterzuordnen. Freud dagegen erkannte und anerkannte das Fundament der menschlichen Triebnatur und deren gewaltförmige Überformung. Freilich mündeten diese Einsichten für Freud in die Notwendigkeit von Versagungen durch soziale Kontrolle und mithin auch in Herrschaft. Indes verleitete Freud diese Erkenntnis nicht zu einem Lobgesang auf die bürgerliche Gesellschaft, sondern verhalf ihm zur Analyse eines tiefen Unbehagens, das in der Kultur liegt. Leider, und das wirklich nur am Rande, ontologisierte der späte Freud seinen frühen gesellschaftskritischen Scharfblick in einem wohl auch hellsichtig antizipierten Todestrieb, der allen Menschen zu eigen sei. Für die private Erziehung wiederum, also das mache ich jetzt, weil ich ja doch irgendwie Pädagoge bin, also für die private Erziehung wiederum forderte Freud zunächst die Einordnung des Kindes in die bestehende Gesellschaftsordnung, ohne diese als wertvoll oder als haltbar zu hinterfragen. Der populäre Leitspruch lautet, wo es war, soll ich werden. Diese Einsicht in das Realitätsprinzip mag entwicklungspsychologisch übrigens durchaus Sinn machen. Auch die kritische Theorie stellte die Frage nach der Ich-Stärke und deren Voraussetzungen. Jedoch zeigte Freud auch, dass das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft ein widersprüchliches ist und so gilt es mit Freud gegen Freud, die sozialen Konsequenzen aus seinen eigenen Beobachtungen gesellschaftlicher Zurichtung zu ziehen. Denn diese sind impliziter Ausgangspunkt aller psychoanalytischen Erkenntnisse über das Kind und damit über den Menschen. Kinder zu kleinen Revolutionären zu erziehen, bringt ungefähr genauso viel, wie ihnen Chinesisch beizubringen, während sie noch nicht geboren sind, das führt zu nichts. Ja? Also das kann man, glaube ich, psychoanalytisch beides so sagen. Ich komme zum dritten Teil, nämlich der gesellschaftstheoretischen und empirischen Weiterentwicklung.
Historisch betrachtet war es das Frankfurter Institut für Sozialforschung unter der Leitung von Max Horkheimer, das Anfang der 30er Jahre die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Psychoanalyse und marxistischer Theoriebildung am folgereichsten begründet hat. Die bis dahin durchgesetzte Lesart des Marxismus war vor allem eine verelendungstheoretische und im Zuge dessen eine revolutionstheoretische. Ausgangspunkt der neu begründeten kritischen Theorie bildete die Frage, warum die marxistisch antizipierte Revolution durch das proletarische Volk nicht stattgefunden hatte, beziehungsweise dieses schlimmer noch in freien Wahlen der NSDAP gar repressiv und autoritär abstimmte. Damit wurden Fragen aufgeworfen, die ein rein ökonomischer Zugang nicht zu beantworten in der Lage war. Und vor diesem Hintergrund wiederum bezeichnete Horkheimer die Psychoanalyse, und das ist relativ populär, als unentbehrliche Hilfswissenschaft. Im Kontext der frühen kritischen Theorie sind mehrere empirische Studien durchgeführt und mit der Dialektik der Aufklärung ein letzter Versuch großer Geschichte geschrieben worden. So muss es heißen. Ich komme nun kurz zur Theorie der kritischen Theorie und da natürlich zu einer sehr psychoanalytischen Lesart der kritischen Theorie, also das bildet nur einen Teilbereich ab. Und werde mich sozusagen kurz an der psychoanalytischen Lesart der Dialektik der Aufklärung widmen. In der Dialektik der Aufklärung wurde von Adorno und Horkheimer zwischen 1940 und 1944 nichts Geringeres versucht, als eine zivilisationsüberspannende Geschichte des Doppelcharakters der Aufklärung zu schreiben. Eine Geschichte, die nicht in Freiheit, sondern in eine neue Art von Barbarei mündet. Vielleicht hierzu noch als Anmerkung, wenn es mich an der Nase juckt, dass diese neue Art von Barbarei noch nicht vor dem Hintergrund von Auschwitz geschrieben wurde. Also die wussten in der Zeit noch nichts davon. Es wird oftmals in so sozialphilosophischen Einführungsliteratur irgendwie verkannt und so getan, als ob die schon die ganze Zeit Auschwitz als Hintergrund hatten. Das war noch nicht der Fall, das wussten die noch nicht. Das fand sozusagen ein Stück weit parallel statt. Die These, dass bereits der Mythos Aufklärung bedeutet und Aufklärung in ein neues Stadium mythologischer Selbstzerstörung eintritt, wurde vor allem psychoanalytisch begründet. Die Figur der Introversion des Opfers, also diese Figur tauchte relativ zentral auf in der Dialektik, die Figur der Introversion des Opfers bezeichnet die historische nach Innenwendung der äußeren Naturbeherrschung durch Arbeit und Opfergabe an die Götter. Durch dieses Eingedenken der Natur im Subjekt wird die Genese des bürgerlichen Subjekts bis in die Antike hin zurückverfolgt. Symptomatisch heißt es, und jetzt kommt ein super populäres Zitat aus der Dialektik der Aufklärung, Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter geschaffen war. Und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Also über dieses Zitat gibt es ganze Bücher. In dem Zusammenhang hier jetzt ist dieses und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt, so die psychoanalytische Reminiszenz. Gewissermaßen als thesenartiger Schluss gipfelt das Buch in den objektiven Wahnsinn des Antisemitismus. Ein zentraler Mechanismus seiner Funktion innerhalb der Subjekte wird hier unter anderem psychoanalytisch in der Figur der papischen Projektion erkannt. Dabei spalten Subjekte eigene, vom Über-Ich verpönte, libidonöse oder destruktive Wünsche auf die Juden ab, um sie dort benennen und angreifen zu können. Kein Antisemit, dem es nicht im Blute läge, nachzuahmen, was in Jude heißt. Also dieses Zitat ist auch recht prominent und es macht wirklich nur Sinn, wenn man sich mit der Psychoanalyse befasst hat, sonst gibt es erstmal keinen Sinn. Auch wenn keine Antisemitismustheorie allein in einem psychoanalytischen Strukturmodell aufgeht, und in der Dialektik der Aufklärung auch noch andere Motive und Ursachen, etwa subsumptionslogischer, kapitalistischer und religionssoziologischer Art zur Geltung kommen, entschlüsseln Adorno und Horkheimer mit der Projektionsthese einen dem Antisemitismus und auch Teilen des Rassismus zugrunde liegenden Strukturmechanismus. In diesem Zusammenhang stellte Adorno später über die Psychoanalyse fest, dass der Hass gegen diese unmittelbar eins sei mit dem Antisemitismus, Zitat, keineswegs weil Freud Jude war, sondern weil die Psychoanalyse genau in jener kritischen Selbstbesinnung besteht, welche die Antisemiten in Weißblut versetzt. Als zweite kleinere Schrift, die direkt an Freuds Arbeit zur Massenpsychologie und Ich-Analyse anschließt, also Massenpsychologie und Ich-Analyse ist echt sehr lesenswert, Literaturtipp aus dem Jahr 1921 von Freud, da nimmt er im Endeffekt wirklich prophetisch vorweg, was dann gekommen ist an faschistischer Propaganda.
Und Adorno hat dann eben diesen Aufsatz die Freudsche Theorie und die Struktur der faschistischen Propaganda 51 geschrieben, den ich jetzt nochmal kurz ein bisschen erörtern möchte. Vor allem deshalb, weil der mit einigen Missverständnissen aufräumt. Adorno zeigt nämlich dabei, wie hellsichtig Freud die innere Struktur und Dynamik der Nationalsozialisten vorwegnahm. Ähnlich wie später etwa Alexander und Margarete Mitscherlich in ihrem populären Buch Die Unfähigkeit zu trauern, konstatierte Adorno den psychischen Gewinn, den der kollektive Narzissmus des Nationalsozialismus den abstiegsbedrohten Kleinbürgern bot. Der deutsche Bürger konnte sich so in das Kollektiv der Volksgemeinschaft imaginieren und seine narzisstischen Kränkungen kompensieren. Wie alle Massen bildete auch die Volksgemeinschaft eine Vergrößerung der eigenen Persönlichkeit. Der Führer wiederum hielt dieses Kollektiv als Identifikationsfigur zusammen. Im Gegensatz zu Freuds Analyse, wonach das Massen-Ich sich libidonös an einen liebenswerten Herdenvater oder eben einen Massenführer kettet, wurde nach Adorno die freigesetzte Libido auf die abstrakte Vorstellung von Deutschland projiziert und aggressiv nach außen gewendet. Also deswegen kann man heute auch als Linker auch bei jeder EM-Antwort sich nicht mit Deutschland identifizieren, kann nicht funktionieren. Ja. Warum ich nun diese kleine Schrift und nicht die 100 anderen psychoanalytisch orientierten Studien zum Nationalsozialismus im Besonderen oder zu Rassismustheorien im Allgemeinen ausführe, liegt daran, dass sich mit Adorno der Nationalsozialismus gerade nicht psychologisieren und damit auch pathologisieren lässt. Also das ist wirklich der Clou, weil das wird ganz gerne mit der Psychoanalyse gemacht. So ist zunächst nicht einmal unbedingt etwas Schlimmes dabei, wenn, wie Freud herausarbeitet, in der Masse der Intellekt gehemmt und die Triebe enthemmt werden. Das kennen wir alle vom Feiern, von Demos, von sonst was. Zwar wäre nach Freud damit jede Masse auch potenziell für Faschismus anfällig, jedoch lässt sich der Faschismus nicht aus der Masse allein heraus erklären. Das heißt, dass der Faschismus kein psychologisches Problem ist. Mehr noch, jeder Versuch, den Faschismus und seine historischen Wurzeln psychologisch zu erklären, wäre mit Adorno selbst eine solche Form der Ideologie, die der Faschismus selbst verbreitet. Zitat Adorno: Wenn Massen von der faschistischen Propaganda ergriffen werden, so ist dies kein spontan ursprünglicher Ausdruck von Trieben und Instinkten, sondern eine quasi wissenschaftliche Wiederbelebung ihrer Psychologie. Die Psychologie der Masse ist von ihren Führern beschlagnahmt und in ein Mittel der Beherrschung verwandelt worden. Sie drückt sich in der Massenbewegung nicht unmittelbar aus. Nochmals in eigenen Worten, weil Adorno-Zitate immer so schwierig sind. Der faschistischen Propaganda kommt eine grundsätzlich strukturierende Funktion zu. Sie greift Ängste und Wünsche auf, schürt sie, wie man heute so gern sagt, kanalisiert sie und kettet sie auf der Basis bestehender irrationaler Gefühlsbindungen an eine potenzielle Gemeinschaft oder soziologisch ausgedrückt an eine Eigengruppe. Psychoanalytisches Nationalismus damit eine ich-stabilisierende Schiefheilung. So, kommen wir zur Empirie, das war jetzt die Theorie. Empirisch führte Erich Fromm, das ist der, der von Adorno so gescholten wurde, empirisch führte Erich Fromm bereits 1930, 31 die sogenannte Arbeiter- und Angestelltenerhebung durch, um sich ein Bild von den oben erwähnten revolutionären oder eben nicht revolutionären Gesinnungen der Arbeiterinnen, der Angestellten und unteren Beamten zu machen. Das Ergebnis war recht ernüchternd. Obwohl viele Arbeiter und Arbeiterinnen, gab es auch ein paar, politisch die KPD wählten, waren sie doch innerfamiliär konservativ eingestellt und befürworteten einen autoritären Umgang mit der eigenen Familie. Ein nicht zu verachtender Anteil der arbeitenden Angestellten, nämlich 15%, war sogar offen autoritär eingestellt. Die Erkenntnis war also, dass eine große Differenz zwischen den Bewusstseinsformen und der politischen Einstellung von Menschen bestand und vermutlich immer noch besteht. Im Anschluss daran wurde 1936 im Rahmen der sogenannten Studien über Autorität und Familie das Konzept des Sozialcharakters entwickelt. Noch relativ ableitungstheoretisch wurde hier von der kapitalistischen Gesellschaftsform und ihrer autoritären Keimzelle, nämlich der Kleinfamilie, mitsamt ihren schon von Freud beschriebenen repressiven Erziehungsformen, auf eine sadomasochistische Charakterstruktur geschlossen. Hier liegt der infantile Grundstein für die sogenannte Radfahrernatur des autoritären Charakters begründet, bei dem die aggressiv triebhaften und anderen Bedürfnisse des Kindes durch elterliche Gehorsamsanforderungen unterdrückt werden. Die nicht stattfindende Rebellion gegen den autoritären Vater birgt nun den autoritätsgebundenen Typus oder bringt den autoritätsgebundenen Typus zum Vorschein, der sich unterwürfig gegenüber sozialen Autoritäten zeigt und seine Aggressivität gegenüber allen Formen von Minderheiten und sozial Schwachen auslebt.
Somit haben Härte, Rücksichtslosigkeit und aggressive Männlichkeit ihre Wurzeln in der patriarchalen kapitalistischen Familie und münden politisch in faschistische Ideologien. Also das ist so eine Quintessenz der Studien zur autoritären Familie. Der autoritäre Charakter ist danach eine innere Verlängerung des äußeren Zwangs, eine innere Verlängerung des äußeren Zwangs. Dieser Zwang hat sich unbewusst verstetigt und verselbstständigt. Herrschaft ist dem autoritären Charakter gleichsam zu einem Bedürfnis geworden. So, das sind diese beiden Studien. Jetzt komme ich noch etwas länger auf die populärste, nämlich die sogenannten Studien zum autoritären Charakter. Die sind in Deutschland unter diesem Titel 1950 veröffentlicht worden und heißen und wurden 1945 im amerikanischen Exil durchgeführt. Dort wurde sich inzwischen mit der Frage befasst, ob die amerikanische Bevölkerung und hier wiederum vor allem die weiße Mittelschicht in ökonomischen Krisen für faschistische Propaganda denn anfällig sei. Also ihr seht sozusagen, der Fokus hat sich verlagert danach, ob die Revolution oder warum die Revolution durchs Proletariat nicht stattgefunden hat, wurde jetzt eher gefragt, ob eigentlich auch sowas wie Auschwitz auch in Amerika möglich ist. Und es wurde jeweils empirisch erforscht, versucht zu erforschen. Adorno wiederum war ein zentraler Co-Autor dieser Studie, die wiederum in den theoretischen und empirischen Studies in Prejudice eingebettet war. Er war für die qualitative Auswertung des bei Einzelpersonen tiefen hermeneutisch erhobenen Materials zuständig, also das war psychoanalytisch. Ziel der Studie war grundsätzlich die Beantwortung der Frage, warum bestimmte Personen für faschistische und autoritäre Propaganda anfällig waren, beziehungsweise diese akzeptierten und andere wiederum nicht. Dabei war die Hypothese der Untersuchung genuin psychoanalytisch. Denn befragt werden sollte nicht das rational-ökonomische Interesse der Menschen, sondern ihre unbewusste Charakterstruktur. Diese wurde in Übereinstimmung mit Freuds Theorie der psychischen Persönlichkeit durch die drei Instanzen Es, Ich und Über-Ich definiert und die Dynamik dieser Struktur über Triebe und Wünsche erklärt. Mit Marx kam hinzu, dass Meinungen und Wertvorstellungen der Individuen grundsätzlich als Ideologien bezeichnet wurden. Auf der Suche nach den verschiedensten Bewusstseinsschichten hoffte man aufzudecken, was für Gedanken bewusst, aber nicht geäußert werden oder aufgrund ihrer Wahrheit nicht geäußert werden können und was für Gedanken sich das Individuum selbst nicht einzugestehen vermag. Vielleicht jetzt noch drei Sätze zum Aufbau. Das ist relativ komplex. Es wurde auf Basis von Fragebögen und Interviews eine Typologie unterschiedlicher Charakter bzw. unterschiedlicher Persönlichkeitsstrukturen gebildet. Diese reichen von einem genuinen liberalen und vorurteilsfreien über einen vorurteilsbehafteten bis hin zu einem autoritären, sogenannten antidemokratischen Typus. Schließlich wurde eine sogenannte F-Skala, auch Faschismus-Skala, entwickelt, die unterschiedliche Variablen erfasste, etwa die wie Konventionalismus, Unterwürfigkeit, Stereotypie, Okkultismus oder Aberglaube, Destruktivität oder auch Zynismus. Also Zynismus ist da keine Rettung. Nach der Rückkehr aus dem Exil führte Adorno mit dem sogenannten Gruppenexperimentprojekt noch eine ähnliche, wenn auch kleinere Studie zum Autoritarismus und Antisemitismus in Deutschland durch. Also in dem Zusammenhang ist auch die berühmte A-Skala entstanden oder auch Autoritarismus-Skala, die auch immer gern Adorno-Skala genannt wurde. Die ist recht populär, allerdings gibt es zu dieser Studie, die ist bis heute nie gänzlich veröffentlicht worden, da gibt es nur so kleinere Auszüge von. So, ich näher mich allmählich einem Ende, nämlich komme ich zum Schlusskapitel, zum vorletzten Kapitel, nämlich der Aktualität dieser ganzen Sachen. Ganz platt, autoritärer Charakter 2.0, Fragezeichen. Also wirklich platt. Also, die Studien zum autoritären Charakter gelten bis heute als wegweisender Klassiker der Vorurteils- und Autoritarismusforschung. Sie fungieren etwa als Vorbild für Heidmeiers Langzeitstudien zu den deutschen Zuständen oder für die Mittelstudien von Oliver Decker und Konsorten. Also ich glaube, die könnten euch ein Begriff sein. Also Heidmeier hat diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als Skala entwickelt und hatte 10 Bände im Surkamp Verlag rausgegeben, ich glaube von 2003 bis 2013 entlang. Und Oliver Decker ist gerade wieder in den Medien recht populär, war vor einem Monat die aktuelle Mittelstudie erschienen, ist ich glaube unter dem Titel... Nee, die enthemmte. Danke. Die enthemmte Mitte, genau. Also die Ergebnisse werde ich jetzt hier nicht skizzieren von den Studien, die könnt ihr euch alle denken. Sonst wäre es mal nicht hier. Also Heidmeiers Ansatz zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit weist einige Überschneidungen wiederum mit den Items der sogenannten F-Skala auf.
Gleichwohl, und das ist der Unterschied, bleibt Heidmeiers Studie auf Deprivatisierungsprozesse bezogen und bezieht unbewusste Konflikte und deren soziale wie familiäre Vermittlung eben nicht mit ein. Also da könnte man jetzt sagen, fällt er ein bisschen dahinter zurück. Dafür ist er wesentlich soziologischer. Zugleich wurde das Konzept des autoritären Sozialcharakters auch problematisiert. Der Wandel, und jetzt mache ich was, was wahrscheinlich Lutz Eichler in dem Rahmen dieser Vortragsreihe auch machen wird, also er hat dazu zumindest ein ganz interessantes Buch beschrieben, das skizziere ich jetzt doch aber dennoch kurz, nämlich die Frage des Wandels vom Akkumulationsregime des Fordismus hin zum Postfordismus und damit einhergehend der familiäre Wandel vom Befehls hin zum Verhandlungshaushalt, hat, so wäre nämlich die These, seine Spuren auch im Sozialcharakter hinterlassen. Im Postfordismus und im Verhandlungshaushalt werden nämlich ehemals beobachtete Reibungen scheinbar eingeebnet. So erscheint Herrschaft sowohl in der Familie als auch im Betrieb nicht mehr hierarchisch, autoritär und personal, sondern eben abstrakt, vertikal und gleichberechtigt. Damit sind klassische Interventionspunkte und Kritikpunkte wie die der Fremdkontrolle, der Unterdrückung, der Regulierung und der Standardisierung oder auch der Entfremdung abgeschliffen oder scheinen in den Worten Marcuses als veraltet. Deswegen hat Marcuse vor dem Hintergrund über einen Aufsatz geschrieben über das Veralten der Psychoanalyse. Herrschaft scheint wirklich abstrakt und alternativlos geworden zu sein, wenn anstelle von Fremd neue Formen der Selbstkontrolle, der Überforderung, der Deregulierung, der Flexibilisierung und zuletzt und am allerschlimmsten für mich der herrschaftsförmigen Selbstverwirklichung treten. So, hieran könnte man jetzt ziemlich aktuell mit der kritischen Soziologie anknüpfen, die sich vor allem Fragen der kapitalistischen Subjektivierungsweise auf die Fahne geschrieben hat. Da wäre zum Beispiel etwa Ulrich Bröcklins unternehmerisches Selbst hineinzuordnen oder ganz populär jetzt Hartmut Rosa mit seinen Beschleunigungs- und Entfremdungs- und Resonanztheorien. Also die machen sozusagen alle eine nicht-psychoanalytische Lesart von Subjektivierungsformen im Kapitalismus. Das führe ich jetzt nicht weiter aus. Man könnte auch noch ergänzen die sogenannten Gouvernementalitätsstudien, die im Anschluss an Foucault eine Ökonomisierung des Sozialen konstatieren. Das finde ich auch gar nicht so kritisch, aber die sind zum Teil wirklich ganz gut. Auch die haben den Hintergrund, dass sozusagen ehemals restriktiv erscheinende Normen unter postmodernen oder eben postfordistischen Codes wie Autonomie, Mobilität oder Kreativität sich in die Subjekte hinein verlagert haben und eben nicht mehr als irgendwie kritische Interventionspunkte fungieren können. Ich verbleibe jetzt im Rahmen der Psychoanalyse und verweise eben nochmal auf diesen Vortrag von Lutz Eichler. Psychoanalytisch gesprochen existieren beim postfordistischen Sozialcharakter keine Differenzen mehr zwischen Über Ich und Es. Das Ich muss sich damit auch keine Vermittlungsarbeit mehr oder das Ich muss damit auch keine Vermittlungsarbeit mehr zwischen diesen beiden Instanzen leisten. Marcuse spricht daher schon früh von einem eindimensionalen Menschen. Oder Jan Weyand vom charakterlosen Charakter. Es wurde daher ein Wandel von autoritären hin zum narzisstischen Sozialcharakter diagnostiziert. Also das ist, glaube ich, so der entscheidende Clou, dass die ganze analytische Sozialpsychologie heute oder zumindest ab den 70er Jahren bis aktuell von einem narzisstischen Sozialcharakter spricht. Der Narzissmus unterscheidet sich ja gerade nicht, der Narzissmus selbst unterscheidet ja gerade nicht mehr zwischen Ich und Außenwelt. Er glaubt sich mit dieser in einem Allmächtigen oder aber in einer ohnmächtigen Einheit. Einmal durch Identifikation der Welt mit sich selbst, das ist das berühmte Größenselbst, und einmal durch das Aufgehen des Selbst in der Welt, das wäre das Selbstobjekt. Also psychoanalytisch fungiert dieser klassische Narzissmusvorwurf, oh, bis zur arroganten Narzisse funktioniert nicht, weil Narzissmus könnte auch umgekehrt ein komplettes Aufgehen in der Welt und eine sehr depressive Form darstellen. Während der autoritäre Charakter vor allem triebtheoretisch erklärt wurde, der bei Krisen als nach außen gekehrte aggressive Unterordnung auftritt, wird der narzisstische Typus vor allem intersubjektivistisch als Regelfall hergeleitet. Da rückt vor allem psychoanalytisch die berühmte Mutter-Kind-Rolle in den Fokus und eben nicht mehr so sehr der patriarchale Vater. Die Agentur der Sozialisation ist nicht mehr primär die Familie, sondern noch abstrakter die Dyade und später die Gruppe. Also Gruppe wäre dann die Peer Group oder eben auch der Betrieb und so weiter, ja. Unter kapitalistischen Vorzeichen erweist sich der narzisstische Typus unter dem heutigen Regime der Betriebsführung als höchst vorteilhaft. Kann dieser doch vordergründig anti-autoritär und manchmal sogar sprichwörtlich gewinnbringend kooperieren, socialize und networken. In der aktuellen Produktionsweise trägt der Narzissmus also zum Erfolg bei und in der Zirkulation scheinen Freiheit und Selbstverwirklichung über Konsum realisierbar. Gleichwohl, und das ist jetzt entscheidend,
Gleichwohl bleibt mit Marx die unversöhnliche Abhängigkeit vom Kapital bestehen. Der Narzissmus bildet eine Form der schiefen Einrichtung des Subjekts in das bestehende und nach wie vor autoritäre Leistungssystem, das systematisch Verliererinnen produziert und krisenhaft ist. Er bildet somit eine Form der Missachtung oder der Verleugnung der objektiven Seite der Gesellschaft. Aber der Narzissmus, und so dialektisch muss man sein, ist mit Marcuse auch eine Form der prekären Selbsterhaltung, der subjektive Ausdruck einer erpressten Versöhnung von Subjekt und Gesellschaft. Und ganz ohne Marcuse festigt natürlich die Negation des unmittelbaren Interesses durch die Entwicklung eines narzisstischen Arbeitsfetischs durchaus das Ich in einem alternativlos auftretenden Kapitalismus. Indes, wenn das Verhältnis zwischen Narzissmus und Autoritarismus eines zwischen Normalpathologie und Krise ist, dann verwundert es kaum, dass seit der Rückkehr der kapitalistischen Krise auch eine Rückkehr autoritärer Charakterformen zu beobachten ist, und zwar in ganz Europa. Es wirkt so, als bewahrheite sich Adornos Beobachtung aus den 50er Jahren aufs Neue, nämlich dass sich der faschistische Nationalismus in einen gesamteuropäischen Nationalismus verwandle. Vor dem Hintergrund von Pegida, der goldenen Morgenröte, Brexit und Co., also ich mache das bewusst zu vereinheitlichen, ja, hat sich in dem Ausmaß, in dem der Kapitalismus wieder autoritärer auftritt, auch der Autoritarismus selbst weiter verschärft und ist im Gewand des besorgten Bürgers weit in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Die Verschärfung eines deutschen Nationalismus findet parallel zum Aufstieg Deutschlands zur europäischen Hegemonialmacht in einem Dauerzustand der kapitalistischen Krise statt. Dabei sind die Widersprüche des neuen Autoritarismus derart virulent, dass sie sich ins Wahnhafte steigern und ohne eine psychoanalytische Sozialpsychologie kaum erklärt werden können. So nimmt der aktuelle antieuropäische Diskurs abwechselnd positiv Bezug auf das europäische Abendland, wenn er das Volk islamisiert sieht, und negativ Bezug auf Europa, wenn es gegen die mächtigen Bürokraten aus Brüssel und abermals um den Erhalt der völkischen Identität geht. Der zeitgemäße autoritäre Charakter lehnt den Islam als frauenfeindlich ab und bildet die Speerspitze des antifeministischen Rollback. Er wählt sich pazifistisch und fantasiert den Krieg. Er hasst die NATO und feiert Putin. Er verordnet sich weder rechts noch links und beklatscht das Anzünden von GUs. Und bekanntlich marschiert die Pegida-Spaziergänge empirisch weit an der Realität in Dresden vorbei. Der autoritäre Charakter tritt zwar inzwischen auch online in Erscheinung, aber auch hier ist er strukturell immer auf der Suche nach Objekten, die sich angeblich schadlos halten oder besser wegkommen und in Wirklichkeit das Substrat der systematisch Ausgegrenzten bilden. Er ist antiautoritär gegenüber Autoritäten und autoritär gegenüber Antiautoritäten. Dann hat sich zwischen 1940 und 2016 nichts geändert. So, jetzt komme ich zum Schluss. Ich schließe mich Christine Kirchhoff an und behaupte, dass Gesellschaftskritik der Psychoanalyse als Reflexionsmoment bedarf. Die großen Differenzen in der radikalen Linken müssen hier vermutlich nicht weiter thematisiert werden. Es wäre aber falsch, diese mit einem Narzissmus der kleinen Differenzen zu beantworten. Also das ist meine Anspielung auf Pension und so weiter. Ich hoffe, es ist auf Band. Denn um angesichts des überflüssigen Leidens nicht dumm oder verrückt zu werden, bedarf es mit Adorno nicht nur des vom Hass geschärften Blicks auf das Bestehende, sondern auch des Eingedenkens dessen, was derselbe Adorno als glücklich sublimierte Wut bezeichnete. Die Psychoanalyse will eindeutig weniger als der Marxismus und fragt zugleich nach mehr als dieser. Für die Erkenntnis, dass auf der Welt immer noch gehungert wird, dass der Mangel kein Naturverhältnis ist, dass also naturwüchsig Scheinendes vom Menschen Gemachtes und damit auch Abzuschaffendes ist, dafür bedarf es sehr wohl einer kritischen Marx-Lektüre und einer daraus resultierenden kollektiven Praxis, nicht aber der Psychoanalyse. Zur Begründung einer Revolution also braucht es keine Psychoanalyse, wohl aber zur Klärung des Ausbleibens einer solchen bzw. des Umschlagens einer scheinbar solchen in konformistische Revolten. Und zu guter Letzt und vielleicht sogar im Gegensatz zum Marxismus würde auch in einer Welt ohne Staaten, ohne Kapital und ohne Nationen manche Einsichten Freuds wohl zur Conditio Humana, also zur Anthropologie, gehören. Die Schicksalsfrage der Menschenart, die Freud im Unbehagen in der Kultur angetreten ist zu beantworten, bliebe vermutlich auch in einer befreiten Gesellschaft bestehen. Diese Frage ist so einfach wie dringend. Sie lautet: Wie viel Leid, das aus sozialen Quellen stammt, ist vermeidbar?